So, neues Spiel. Ich würde sagen, wir klotzen uns jetzt erstmal die Einstellung an. Gameplay. Das lassen wir mal alles. Anzeige. Okay. So, wir fangen natürlich von vorne an. Neues Spiel starten. Ja. Dann gucken wir mal, was hier bei Fallout 4 so abgeht. Das ist bestimmt jetzt erstmal ein Tutorial oder so. So lange trinke ich erstmal einen Schluck, weil bestimmt jetzt erstmal ein Video kommt. Erstmal lädt. Es lädt. Fallout 4. Boah, das leckt, oder? Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Heute nicht. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg. Das waren die Kühe und die Hühner. Fick dich, Kuh! Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Och, hier. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Na, freilich. Kann ich ein Handy nehmen? Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Moin, Vanessa. Ich habe Angst. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Angst um mich. Oder Nessie, oder wie auch immer. Und meinen kleinen Sohn. Wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Und wenn ich ein was gelernt habe, ist niemals gelben Schnee. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ho! Das bin ich aber nicht.
Das bin ich fast. Habe ich, dann bin ich ja beruhigt. Was ist denn mit ihm? Was ist denn, wenn ich X drücke? Kommt dann. Wählt er dann das Gesicht, oder? Der sieht bösartig aus. Ah, ich kann das hier noch ändern. Was habe ich denn für eine Nase? Wir nehmen einfach So eine das. süße Nase. Ja, ich weiß. Ich will böse Augenbrauen. Das ist ja übelst hier. Ich Okay. finde, das sieht ziemlich gut aus. Ja. Ich wüsste ja hier nichts mit anzufangen. Wir lassen den jetzt Wirklich? einfach so und Sean fertig. hat dein Lächeln. Sean. Zurück. Geschlecht. Jetzt bin ich dran, Großer. Ja, ist ja gut, aber. So, schauen wir mal, was es hier so gibt. Aha. Jetzt darf ich mir quasi meine Mutter aussuchen. Die sieht doch nicht schlecht aus. Das ist mir zu asiatisch. Das ist mir zu polnisch. Das ist mir zu. Ich habe keine Ahnung. Die ist also bleich. Die Ende ging doch, die war doch relativ hübsch, sag ich mal. Die hat auch ein Stupsnäschen. Genau, das ist gut so. Ja, okay. Aber nicht, dass ich jetzt ein Weib spiele. Doch, ich bin das Weib. Nein. Hey, Schatz. Warum schaust du nicht mal, ob das Frühstück schon fertig ist? Verdammt, ich dachte, ich suche die Eltern aus wie bei GTA. Waschmaschine. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Das juckt mich doch nicht. Das ist ein Hammer, das ist nichts für eine Frau. Ein Bügeleisen, das ist schon eher was. Wohin soll ich gucken? Was hat er gesagt? Schatz? Ich beeil mich ja schon, keine Sorge. Seh zu, Junge. Ah, guten Morgen, Ma'am. Kann ich den boxen? Ihr Nee. Kaffee. Was, Kaffee? Ja, damit. 78,6 Grad Celsius. 78 Grad? Sag mal, spinnst du? Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Wo denn? Da ist die Kaffeekanne. Danke, Kotzwurf. Natürlich, Kotzwurf. Der kotzt wohl? Wo ist meine Zeitung? Zeitung ran. Hier das. Sag mal, was ist denn da draußen los in der Welt von Fallout? Immer nur das gleiche Zeug. Was willst denn du jetzt hier, du Kunde? Was denn du jetzt die Zeitung her? Die liegt doch hier. Hä? Der Drucker. Anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Kotzwürfe haben. Ich will nichts abspielen. Mach die Glotze aus. Vor allem übelst die Zukunft und so. Und hier so ein kleiner Billigfernseher. Der kommt einfach aus der Wand. Ey, Onkel, was soll ich machen? Hey, Schatz. Wow. Wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Das ist eine gute Frage. Kann die auch rennen? Der hat keine Beine! Was hast du mit meinem Kind gemacht? Das ist ein Wurm! Sieht aus wie Mr. Engi. Babymobil, Mobile. Dreh dich! Yeah! Ich würde kotzen, wenn ich das Kind wäre. Du bist spezial. Ich kann das Dreirad aktivieren, das hat wohl einen Motor. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen.
Ja. Was soll ich machen? Ich hab nicht aufgepasst. Das ist doch schon aktiviert. Jetzt ist aus. Kamera. Da hat Das einer muss gut geklingelt. passen. Ey, da hat einer geklingelt. Kriegst du es hin oder was? Wo ist denn hier die Haustür? Bestimmt hier. Ja, oh, da steht jemand. Wir kaufen nichts! Ich kaufe nichts! Guten Ich hab Morgen gesagt, ich kaufe und nichts. Geh willkommen bei zu! Vortec. Wo ist der? Ich kaufe nichts. Tut mir leid. Keine Hausierer. Oh, keine Sorge, Ma'am. Keine Sorge. Ich will nichts verkaufen. Nicht? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Das ist ein Stalker. Vielleicht will ich gar nicht mit Ihnen reden. Doch. Er weiß es einfach besser. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Aha, Geld gibt's wohl nicht mehr. Mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Verschwinde! Verschwinden Sie einfach. Es wird nicht lange dauern. Ich muss nur ein paar Informationen überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie auch Zugang haben im Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Nein. Kommen Sie ein andermal wieder. Ich kaufe nichts. Nur ein bisschen Papierkram. Lass es ihn ausfüllen. Ich sagte nein! Weißt du nicht, was Nein bedeutet? Gut, ich mache es selbst. Sturkopf. Ausgezeichnet! 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 Legen wir los. Darf ich jetzt den Mann spielen? Erzähl was über dich, Vault-Tec. Ich muss wissen, welche Art von Bürger bist du? Du bist um. So, mein Name ist Geitsch. Da steht's ja schon. Game. Ganz. Mein Name ist Ganz. Gustav Ganz. Machen wir Geitsch oder Geitsch 69? Wir lassen es bei Geitsch. 21 Punkte habe ich. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für die Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im Blob. Ausdauer steht für die physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten und blablabla. Warte mal, ich habe doch hier oben so ein Poster, da kann ich da gucken. Ach, da ist so viel drauf, also mir ist jetzt dunkel. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt. Wenn ich eine Frau habe, dann will ich doch niemanden verführen, du Arsch. Dann habe ich doch schon Zeug. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du hältst. Oh, geil. Gleich 21 Punkte draufgejuckt. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Glück zeigt, wie gut du das Schicksal, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Okay, ich würde sagen, das machen wir erstmal 5. Ausdauer machen wir auf 3. Intelligenz brauchen wir auf jeden Fall. Beweglichkeit hört sich auch gut an. Ich versau die gerade schon, die Punkte irgendwie ein bisschen, oder? Komm, wir machen das ja alles mal auf 4 erstmal. Charisma. Das kriege ich ja bestimmt später alles noch ein bisschen besser hin, gell, den Mist. Ich mache jetzt mal hier so ein Ding. Intelligenz, Erfahrungspunkte. Brauchen wir am Anfang, denke ich mal, nicht so viel. Beweglichkeit hört sich gut an. Ausdauer. Ausdauer noch auf 4, oder? Oder machen wir stärker auf 5. Deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Sachen deine Schaden deine Nahkampf. Okay, wir machen das noch. An dem Viereck. Wunderbar. Wunderbar. Das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Das heißt, ich spiele es als Frau und heißt Geitsch. Das ist ein bisschen Papierkram. Du willst mit mir schlafen? Bist du nicht dicht? Kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ich habe meine Tage.